Herzlich willkommen beim Mettest Morgensblogger der Welt. Heute geht es um den YouTuber und Livestreamer Edeka aus den USA, der leider jetzt verstorben ist. Er wurde tot aufgefunden, aber da ich denke, dass viele im deutschsprachigen Raum ihn noch gar nicht kennen, sich aber fragen, was ist denn da jetzt passiert, wollte ich den ganzen Fall hier mal für euch beleuchten und euch erklären, wer diese Person überhaupt ist und was in den letzten Monaten alles schon passiert ist. Der YouTuber und Livestreamer Edeka ist nur 29 Jahre alt geworden und ist schon in den letzten Wochen und Monaten diverse Mal sehr negativ aufgefallen. Nicht nur auf Twitter mit diversen komischen und sehr merkwürdigen Tweets, sondern auch mit anderen Aktionen. Es gab eine Aktion, wo er einen Polizisten niedergeschlagen hat. Er wurde auch einmal in einem Livestream verhaftet und es wurden diverse Gerüchte auch rund um ihn, ja, breitgetreten, auch von der eigenen Ex-Freundin oder halt auch generell von seiner Community ging es immer heiß her, auch auf Twitter, und es war nie so ganz klar, ob er nur trollt oder ob er wirklich ernsthafte Probleme hatte, zumindest zu Beginn seiner ersten Aktion. Er hatte auch einen YouTube-Kanal mit fast 1 Million Abonnenten, dort hat er dann angefangen Pornos hochzuladen und wurde dann dort auch geblockt und gestrikt. Und es ging dann in seinen Livestreams allerdings auch nicht viel besser weiter. Und man wusste mal nicht so ganz, was es jetzt da für Probleme gibt. Auf jeden Fall hatte er psychische Probleme und hat auch eine Diagnose bekommen. Ob das jetzt nur die einzelne Erkrankung war oder ob es auch diverse andere Geschichten noch dazu kamen, weiß man nicht. Aber er hatte auf jeden Fall diese hier, die auch Vic in einem sehr guten Video eingeblendet hat. Das werde ich auch nochmal unten für euch verlinken. Das Video schaut da auf jeden Fall auch vorbei und lasst ein paar Grüße da. Denn er hat das Ganze auch nochmal sehr gut aufgedröselt, was in den letzten Monaten vor seinem Tod so passiert ist. Auf jeden Fall eine sehr traurige und spannende Geschichte. Jetzt fragt man sich natürlich, was für psychische Erkrankungen hatte er oder was gab es da für Meldungen bislang? Und er hatte einen Tweet, den auch Vic in seinem Video benannt hat, einfach mal, ja, gemacht, und dort ist von einer Agitation die Rede, und das ist eine krankhafte Unruhe, die oft auch bei Psychosen auftritt. Ich verlinke euch auch den Wikipedia-Eintrag, dann könnt ihr euch das Ganze auch nochmal durchlesen. Auf jeden Fall ist klar, dass er schwere psychische Probleme hatte, und ich glaube, da gab es auch noch weitere Diagnosen, die sind allerdings jetzt reine Spekulationen und zu dem möchte ich mich jetzt auch nicht äußern. Es ging dann auf jeden Fall so weit, dass er auch bei Keemstar im Interview sich sehr merkwürdig verhalten hat und Keemstar dort auch vorgeworfen hat, dass er Menschen umbringt, und ja, er hat auch selber keine Angst vom Tod. Das hat halt auch Edeka in diesem Interview von sich gegeben. Es war alles sehr weird und strange und merkwürdig. Auch das Interview von Keemstar verlinke ich euch natürlich. Und es ist auf jeden Fall ziemlich heftig, wie die ganze Geschichte dann weiterging und leider Gottes auch geendet ist. Am 25.06.2019 wurde jetzt der Tod von der Polizei in den USA bestätigt. Er ist nur 29 Jahre alt geworden, wurde auch schon die letzten Tage vermisst und ist in New York im East River entdeckt worden. Und das ist natürlich ziemlich heftig und auch traurig, dass das Ganze so weit ging, dass er sich jetzt anscheinend das Leben genommen hat. Vielleicht ist es auch ein Unfall gewesen, man weiß es jetzt natürlich nicht, das sind alles Mutmaßungen, aber aufgrund seiner ganzen Tweets und seines Verhaltens in den letzten Wochen und Monaten muss man sagen, dass vielleicht ein Selbstmord nicht auszuschließen ist. Mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen. Wie ist eure Meinung? Kanntet ihr den YouTuber und Livestreamer oder war er bislang noch nicht für euch wirklich ein Thema? Auf jeden Fall eine ziemlich traurige Geschichte. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass in Zukunft sowas nicht mehr passiert und auch den ganzen Angehörigen und auch den, ja, Fans von ihm alles Gute und auch der Familie natürlich und den Angehörigen. Es ist auf jeden Fall ziemlich bitter, wenn sowas passiert, gerade in so jungen Jahren, und eine heftige Meldung, wie ich finde. Und ja, bleibt sauber in den Kommentaren, bitte sachlich, gerade bei so einem Thema. Bis bald und ciao, ciao.